Herzlich willkommen zu einer weiteren Frage auf der Nord, genau, irgendwo in Thüringen, gerade. Wir beginnen gleich mit der Ernte auf Feld 12. Ganz mal wieder aktivieren alles hier. Ups. Auf Feld 60 ist die Aussaat fertig. Hafer, glaube ich jedenfalls. Hafer oder so, ja. Rempler. Tank dürfte reichen. Fangen wir hier vorne an mit erstes Stück, dann wir gleich Anfang haben. Und dann können wir hier Postdächer haben. So, Strom machen wir auf 3. Dazu. Das Generierung. 12. Und warum? Wieder 3. 2. Noch 13 Meter. Und das laufen so. Ich hoffe, ich bin laut genug. Auf einer Aufnahmesession von einer anderen Karte, noch diese Marsch, leider etwas leise. So, das müssen wir gleich speichern. Ernte fährt 12. Wieder Arbeitsbreite. Speichern. Mal reinschauen. Kann man nicht ganz verstehen, ne? Ja, nicht fest. Na gut. Fahren wir mal los. In den Bereich wegkommen. Wieso will der jetzt immer nach links fahren? Sehe ich nicht. Okay, dann geht's so hoch. Das geht nicht schief. Das ist ungünstig. Oh, schwierig. Entlassen. Bahnversatz. Lass mal fahren.
Werden wir kein Hindernis haben, ne? So, nächsten Mähdrescher. Ah, das ist auch ein LKW. Wir waren auf dem Verkaufen bei gewesen, naja. Der Kaufen ist gut, der Tank ist noch voll. Wird doch noch reichen. Problem jetzt nur, wenn es nur eine Tankstelle besorgen noch. Oder Tankwagen und dann woanders holen. So. Jetzt. Genau. Übrigens, ich habe keinen Zeitdruck. Ne? Sei deutlich, wenn ich mal. Ab jetzt 15 Minuten ungefähr. Ran geht's an den Buletten. So. Oder immer schwarz wegmachen. Vorne gleich. Der genauso beginnt. Können wir sehen. Kurs kopieren. Rechts. Ja, das ist schon mal nicht verkehrt. Sehr gespannt, was er macht, ne? 18 km/h, nicht schlecht. Gut, 10 km/h, läuft. Lecker. So, gut. Bauen Abfahrer. So, jetzt fahren wir zurück. Oder auch nicht. So. Den Bruder nehmen wir jetzt. So, Überführungskurs einstellen. Abtanken. Bauen die Ecke. Schön rechts fahren. Wie gesagt, sind alle in der Garage, soweit es geht. Alles im Silo. Wenn der Reihe ist, dann mal schön einnehmen. Schön eng. Oder die Bäume noch entfernen müssen. Der Autoproblem. Faktor ist hier. Dann fahren wir hier auch gleich ins Feld. Ein Sturm, den wir haben, muss ich mit dem Haufen fahren. Ne? Und fertig. Einstellen. Dann mal ganz kurz deaktivieren. Ja. Tja. Lassen. Das hatte ich befürchtet. Na gut, dann wollen wir mal sehen, ob wir hier so hin zurechtkommen. Aber manuell, dem anderen ist egal. Dann macht er halt den
weniger. Sonntag um 16.22 Uhr. Wir beginnen heute mit der neuen Aufnahmesession für die Woche ab. Ab Samstag in einer Woche oder in 6 Tagen. Alles müssen rechtzeitig vorbereiten und fertig machen. Geht ja noch um Bearbeiten und um Hochladen. Muss ja auch noch gemacht werden, das dauert auch ein bisschen. Wenn man ein bisschen Reserve haben möchte, Richtung, da wo noch andere Sachen in quer kommen könnten, theoretisch, dann ist es ganz gut, wenn man ein bisschen vorfertig hat. Er muss ein Laden werden. Klar, logisch. Ist ja logisch, der andere macht ja eine volle Breite. Jedenfalls von Anfang an und der hat nur die Hälfte gemacht. So, warum bleibt der Fuzzi? Ich bin auch voll. Hauptsache, da sitzt irgendwie nur ein Baum. Okay, dann wäre das jetzt eine Meldung hier gewesen. Festgefahren. Das ist hier schön Gras und wenn man nächstes Mal aussehen, ist die Ecke auch ausgesehen und dann ist der Rest halt immer noch Gras. Und ich bin so ein paar Sand. Jetzt werden wir wieder fahren lassen. Das geht schief, das zeigt gleich. Und zwar in der Beziehung, weil Coursplay das nicht erkennt. Kann's auch gar nicht. Maus geht nicht, das Maus. Er kann es nicht erkennen, weil das ist ja so viele Objekte, da müsste man so viele Variablen. So, gucken wir mal selber. Da ist er, Helfer Lou. Ja, ey, hallo. Ja, einstellen muss ich auch, ne? Oh, ist ja so weit. Keine Reichweite, muss mal gucken. So, und dessen er hier wartet, rum ein LKW, ne? Den nicht. Den. Ja, der Mops, ne? So. Hauptsache, wir fahren uns nicht. Ah, hier sind wir gekommen. Gute Motorbremse, da steht sofort, wenn man kein Gas gibt.
Cooler Zaun. Ich habe Windows nicht aufgespielt. Das läuft jetzt irgendwie besser. Die Lenkung vor allen Dingen. Mit der Software dafür. Von Logitech da die neue Software. Und lass sie da jetzt einstellen. Das war auch nicht gegen die Lenkung, wie man sieht. Der geht jetzt top. Aber wenn jetzt einen Wert von 7% bei der Lenkung. Davor um die 4 Grad, aber ein bisschen zu extrem genau. Und schnell die Ernte einfahren. Der steht noch. Gut, nicht gut, nicht gut. Aber selbst, ne? Die verzahlen, Immi fragen. Dann können wir nicht mehr Bäume fällen, weil der Acker fertig ist und ausgesagt, die Aussaat drin ist und eine Kippenpappe gewachsen ist. So, kleine Rucker-Dresche. So, auch nicht losfahren, sag ich dir. Ja, das hab ich gedacht. Das heißt für mich Stress. Ich hab erst einen Spaß nehmen müssen. Vielleicht noch den Wald dazu nehmen zum Acker. Wäre ja auch was, ne? So, also voll. So. Muss alles hier allein machen. Schade, ja. Schaffen wir gerade so. Aber da muss ich immer eine Probe machen hier. Mal kurz das Video anhören. Oder Risiko? Ja. So. Bleiben wir dabei. Schauen wir, was er macht, ne? Bei den Bäumen. Ich hab's eingelassen. Kamera. Ich baue noch eine Werkstatt mit Tankhalle.
So, ob der andere jetzt funktioniert. Wir gucken mal ganz kurz bei der Reparatur. Hier machen wir eine Luftreparatur, so eine fliegende Reparatur. Kann man nicht sehen, rot oder grün, ne? Kann man nicht. Klick, Klick, Klick. Multi. So, meine Freunde, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like. Genauso ganz gerne über ein Abo. Ich sage mal Danke. Seid mal Tschüss und Winke Winke. Und ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Bye bye.